Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe oder wie ich gerade eben sagen wollte, zur Multiplayer-Show irgendwann in der Zukunft, wenn ganz viel Budget da ist, aber noch nicht, noch ist es noch eine ganz normale Folge und wir spielen CVR mit dabei. Heute haben wir Andy, Acid Burn, Eragos, Bluto Kaskade, LukasRay70Z, Stui, 00nix, Spadboy und Mo. Grüßt euch. Hallo. 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 Tschüsschen. Ja, und ganz viel Budget haben vielleicht die Racer gehabt, weil man könnte meinen, warum ist da einer mehr dabei? Ich sag's gleich, wie es ist. Ja, müssen wir die Hoffnung gleich tilgen. Nee, das ist einfach irgendjemand, den wir nicht kennen, der sich einfach dazugestellt hat. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Also so einfach sich dazu parkt, ganz nett ist. Also hier, der GTR fährt nicht mit. Ich glaube, der wäre auch vom LI ein bisschen zu hoch für das Format. Aber nur ein bisschen. Ja, gehen wir es mal durch. Also GTR mal ausgeschlossen. Haben wir einmal mit dabei den VW Rapid Pickup. Dann haben wir den 288 GTO, den E63 AMG, den Nissan 370Z Nismo und last but not least den BMW M3 E30. Und mit denen geht's jetzt rein in die erste Runde. Ja, da sind sie unterwegs und der GTR, er weiß noch nicht, er ist sich noch nicht sicher, aber ja doch, er zieht auch weg. Ja, geht mit, ja. Sehr gut. Ja, im Prinzip gibt es nicht viel zu erklären. Wir machen es eigentlich wie immer, die ersten beiden, also links in Fahrtrichtung gesehen, die am nächsten am Tor sind, sage ich jetzt einfach mal, der Impala und den Camaro da, machen den Südosten am Anfang, dann der nächste Impala und Andy, also ich und Andy, machen dann einfach mal den Nordwesten und wer ist das Ganze außen? Eragos, oder? Jo. Ja, du kannst erstmal machen, was du willst und am besten in der Stadt aber und dann, einfach die Leute und dann gucken wir mal. Perfekt. Und dann gucken wir einfach mal. Ansonsten, ich sag's immer wieder, wobei das, glaube ich, eine erfahrene Truppe ist, auch wenn Eragos schon länger nicht mehr gespielt hat. Ja, reden, 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 Kommunikation, besser als schweigen und nichts sagen. Und das sind 3, 2, 1, go! Und ich sag's nochmal an der Stelle, ich hab's zwar die Woche schon im Let's Play gesagt, ja, der Witz letzte Woche mit so eine Piep-Piep-Piep-Ami-Karre fahre ich nie wieder, war natürlich so Entertainment aufgeregt. Ja, das war natürlich nicht ernst gemeint, sondern es war den anderen Streifenkarten. Dings. Ja, der ein oder andere hat es leider nicht verstanden, dass es so quasi so eine künstlicher Rage-Anfall war. Oder sagen wir mal einen aufgespielten Rage-Anfall war. So. Da kamen dann so Sachen wie ganz kurz, welche Seite fahren wir nochmal? Südosten. Ja, Moment, Südosten hast du doch. Nein, wir machen Nordwesten. Entschuldigung, das war ein Test. Perfekt, du hast bestanden, 100 Punkte fürs Story. Das ist vollkommen recht. Ist das jetzt das erste Team, was nur aus Veteranen besteht? Nö, weil ich in dem Fall als Noob zähle. Ja, wobei im Veteran würde ich auch eher als Rookie zählen. Aktuell. Also wenn ich einen Call mache, ist ja ganz schön ein Hörer, weil so sieht nämlich die ganze Stadt aktuell aus. Ja, das habe ich mir schon gedacht bei dir. Lass mal durchs U-Fahren. Nee, bin ich dagegen. Ich fahre nur durchs obligatorische U. Okay. Düdüm. Unter uns fährt was, oder? Kann das sein? Das hinter uns? Nee. Bullshit. Ich hab hinter uns jetzt die ganze Zeit geguckt. Nee, unter uns habe ich gedacht. Also unter uns, das kann sein, ja. Der Untergrund fährt grundlegend sehr häufig was. Also ich hätte gerade einen Vorrat, der ein paar Schilder umgenietet hat. Darf ich den auch festnehmen? Kannst es gerne versuchen. Es ja, kann auch tatsächlich ab und zu mal vorkommen, dass im Untergrund irgendjemand steht, dass seine Reifen auf 100% hochballert mit einem Burnout. Habe ich gehört, kann passieren. Gerade wenn man so ein Ami fährt, kann man schon mal festhängen an so einem Randstein. Ja, Benz, wo? Das ist jetzt eine gute Frage. Im Wirrwarr, genau, nice, los geht's. Ja, im Wirrwarr tatsächlich. Ich fahr jetzt einfach mal raus. Okay, ich fahr mal da durch. Südlich. Ja, keine Chance, haben verloren. Egal, finden wir wieder. Was war's für ein Gerät? Der Mercedes. Ja, keine Chance. Also er hat keine Chance. Links war noch was, ich hab was gehört. Links, okay. Ah, au. Ich höre hier irgendwie überall was. Ja. Ah ja, das sind die. Okay, wo fahren wir hin?
Tuke, kannst du dir ich fahr mal kurz die Suchliste durch, Anni, wir können uns auf der anderen Seite treffen. Ja, ja, ich fahr mal so Theater, Eskalationsstraße. Ah, ja. Für die Leute im Übrigen, die fragen, warum wir CVM aus Wanted nicht machen. Genau deswegen. Hallo, ich referiere mich am Brunnen, Ergos hat mich nicht gesehen. Alter, auf einmal fliegt er gemacht. Oh, das hat einen Schaden. Oh, abgekürzt wie ein Weltmeister. Oh, und voll in die Wand gefahren. Wo ist er? Weltmeister. Im Wirbel. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, nee. Wirbel geht zu anders lang. Ja, alles gut. Nismo im Park Richtung. Richtung Haarnadel. Okay. Fährt Haarnadel rein vom Park aus. Okay, bin gleich da. In der Haarnadel jetzt, also drinnen. Der südlichste ignoriere ich. Fährt Richtung Speerstraße, jetzt gleich Speerstraßenkreuzung um den Knick rum, über die Speerstraße gerade drüber, parallel südlichste Straße Richtung südlicher Tunnel. Oder Wirrwarr, je nachdem, wofür er sich entscheidet. Er wird sich wahrscheinlich fürs Wirrwarr entscheiden, das macht er auch. Und ist jetzt im Wirrwarr drin, so ein bisschen eskalationsseitig. Fährt Eskalationsstraße Richtung Statuenplatz. Nein, fährt Untergrund in Eskalation rein. Untergrund ist ja immer schwierig zu beschreiben. Also fährt jetzt auf den Punkt zu, wo er Hauptstraße rauskommt. Er fährt... Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Boah, das tat weh. Dachte ich, jetzt habe ich so einen geilen Wende. Moment, auf welcher Straße? Das ist eine Eskalationsstraße. Hauptstraße, Hauptstraße hoch. So, jetzt haben wir ihn verloren, wa? Ich hatte Lock gehabt. Ja, alles gut. Ja, ich sehe nicht mehr. Ich glaube, wahrscheinlich der hoch, wahrscheinlich zum nördlichsten. Dann ja, teilen wir einfach kurz auf. Ja, mal rüber über Hauptstraße. Tunnel. Wohl nix war. Ja. E-Klasse Hauptstraße Richtung Westen. Diesmal fährt Winkelgasse rein. Ich probiere mal dran zu lehnen. E-Klasse ist auch Höhe Winkelgasse. Fährt auch Hauptstraße weiter Richtung Westen durch. Bin aber sehr weit weg. Okay, dann ist der andere in die andere Richtung gefahren. Da ist Nismo auch wieder. Ah ja, genau. Den habe ich auch. Nismo ist abgebogen. Egal, ich bin seiner E-Klasse wieder dran. E-Klasse Hauptstraße E-Klasse weiter. Gebremst. Nach Westen. Nein. Durch, jetzt Speerstraße Richtung Süden. Eskalationsstraße Richtung Osten, also direkt eingebogen. Und fährt weiter Eskalation ja. Richtung Wirrwarr, fährt ins Wirrwarr rein. Fährt Richtung Parallel südlichste Richtung Westen. Nein, fährt parallel südlichste Richtung Tunnel, südlicher Tunnel rein. Ich habe ein bisschen ausgebremst. Im südlichen Tunnel jetzt drinnen. Mitte Tunnel. Weiterhin Richtung Osten. Ist jetzt raus. Fährt am Teufelsdreieck außen entlang und dann unter der Brücke durch, wo es zum Stadion geht. Fährt nicht zum Stadion, sondern Richtung östliche hoch, wo man den Berg hochfahren kann. Kommt jetzt gleich östlichste Straße raus. Fährt Richtung Norden. Da, wo das Auto immer rumgebackt hat, früher sind wir jetzt. Da ist auch der Nismo. Wir fahren in die Stadt rein, also Richtung Westen zu, das große S. Treffer. Da rechts hat es eine Bucht, oder? Nee, okay, wir fahren Richtung Teufelseck wieder runter. Achtung, Impala. Ja. Ah, da ist keine Kante. So schade. Schade. Fahren sind Richtung jetzt... Theaterplatz. Mach du. Fahren nördlicher Theaterplatz. Richtung Universidad quasi. Richtung Universidad. Universidad, Universidad. Fahren Richtung Statuenplatz. Statuenplatz Richtung Eskalation. Ich habe keine Bremsen mehr. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr bremsen. Es tut mir so leid, E-Klasse. Oh, scheiße. Pinnen. Ich hab hinten nur mäßig. Ja, reicht. Den Hammer. Ich nicke das.
Oh, das tut mir so leid, 00 Nix, ja, ey. Da war die Bremse kaputt. Das ist so blöd. Ich repariere mich, Brunne. Ja, ich auch. Ja, kann man nichts machen, ne? Wo bist du, Impala Buddy? So. Wo ist mein Buddy? Ich bin auf Stadion. Siehst du mich? Nö. Ah, gut. Wo stehst du? Genau vor dir. Nee, dann sehe ich dich nicht. Okay. Ja gut, dann machen wir getrennt. Dann fahre ich aber in die andere Richtung, nicht, dass ich jetzt irgendwie die Wand schieße aus Versehen. Seh dich nicht mehr. Ist gut. Ich sehe dich auch nicht mehr. Okay, dann machen wir getrennt. Ich bin jetzt eine komplette Runde. Jetzt ich erzähle dich. Also, die Lobby läuft, sag ich mal. Ja. Aber wo? Vor dir. Ich bin jetzt weg vor dir. Okay, dann musst du alleine fahren. Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Fahr los. Okay, jetzt sehe ich dich. Okay. Noch anderthalbes Kaffee? Endlich Kaffee. Ja, aber nicht von uns E-Klasse Richtung Brunnen, U Richtung Brunnen. Den Nismo. Von Süden. Der ist im. Was ist das? Ach, ich hasse die Karte, ey. Aus der Wenden. Irgendwo in den Tunnel im Süden drin, bei unterm Wirrwarr, da fährt er jetzt Richtung Norden raus. Fährt es am Brunnen vorbei, Höhe Brunnenplatz. In den Park rein. Brunnenpark. Nein, ich verpasse ihn. Ja. Park Richtung Eskalation, ja. Oh, das wird ein schöner Treffer. Das wird ein schönes Ding. Da war Gewalt drin in der Stimme, ich hab's gehört. Richtung Eskalation. Links? Fährt, glaube ich, Speer, oder? Müsste. Ja. Kreuz Speer Richtung Eskalation rein, Richtung Osten. Du wärst schnell. Fährt in den Untergrund. Und kehrt direkt rechts rum. Ich komm da. Richtung Eskalation da, genau. Schade. Ah, schade. Und wird Eskalation Start und Platz rausfahren. Kriegt die Kurve aber schlecht, egal. Ich bleib mal dran. Versuchen gleich langsamer zu machen. Das Start und Platz jetzt gleich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat gesessen, aber mir äußerst weh. Verdammt, er kommt weiter. Also, ah, super. Alban, sorry. Ich hab mich leider Ist Universidad, fährt Richtung nördlichste Ecke. Oh. Nein! Komm! Die GTR macht mit? Ja! Ja, jetzt ist raus. Sorry, mein Gaspedal hat geklemmt. Ach, 00 nix, tut mir so leid heute. Erst gehen die Bremsen nicht. Kaffeepause seit 20 Minuten, Sekunden. 20 Minuten? Oh Gott, so lang schon. Ich würde mich wieder reparieren. Aber ja, war ich auch gerade bei, ich war festgefahren. Ich hab dezent meine Reifen geliebt. Weiß ich warum. Vielleicht sehe ich dich ja jetzt. Ah ja. Ich sehe dich. Nice. Brutal. Lass mal nördlichste durchballern. Nismo gesichtet, der ist im Südwesten bei der Haarnadel. Dann fahren wir da nicht hin. Schade. Richtung? Richtung Osten, glaube ich, auf der südlichsten Straße. Okay, dann lass das. Aber ich bin mir nicht sicher. Mir kommt südlichste entgegen. Nismo fährt jetzt. Südlichste ist der Nismo Golf. Ist Verbindungsstraße Park U. Ja, dann. Wo ist er rein? Komm, U oder was? Komm, vom Park ich aus. Dich. Also jetzt im Umlauftor schon U Richtung Speerstraße. Okay, komm mal. Komm hier her. Ja, oh, ich bin da. Hat auf jeden Fall schon kassiert. Ich hatte den eigentlich schon fast. Ja, ja, der ist ganz kaputt. Jetzt Bert, ist noch mehr kaputt. Bärstraße Richtung Norden. Seid ihr zu zweit an was auch immer ihr da wir habt? Wir sind an dem Pickup dran. Okay, dann bleibe ich am Nismo dran. Der hat, wie gesagt, schon existiert. Ich hab ihn dann hinten. Ich unterstütze dich, Andi, wenn ich aufholen kann. Okay. Wo bist du? Wirrwarr. Okay. Von Parallel südliche fährt Eskalation. Ich bombe ihn rein. Richtung. Mein Auto ist schon kaputt. Statue. Ja, nein, fährt Richtung Hauptstraße hoch. Ah. Hauptstraße nach Osten. Hey, kennst die Hausmann schon? Winkelgasse rein. Pimpt. Ach man, der so drückt blöd. Ist immer so weg, ey. Ja. Aber jetzt ist er kaputt, oder? Der hat ein bisschen viel, ey. Ach, nördlichste hey. Hoch. Yay, wir haben einen. Ja, perfekt. Aber fährt der Nismo hin?
Und der Affe muss sich reparieren eigentlich an dem. Der wird sich reparieren da oben. Hier vorne am Schaden. Aber ganz oder? Oben, der ist am Schotterweg oben. An der Doppelstraße. Ja, eigentlich musst du nicht so weit fahren, aber das da, kapieren ja manche manchmal nicht. Da, wo der Stern ist. Ah, okay. Ich denke mal, der ist bis zum Schotterweg gefahren, ne, sagst du? Ja, ich warte einfach unten. Das macht sonst keinen Sinn. Jetzt hoch zu ballern, wenn er jetzt kommt. Fährt jetzt runter, ist sofort da, ist jetzt da. Rechts freihalten. Ihr habt den Benz. Ja, ja. Der ist vom Stadion. Ja, Benz dranbleiben, wir sind genug an Lismo. Gut. Ist direkt wieder rechts abgebogen. Stadion Richtung südlichste. Hinter das Theater. Da sieht der NPC natürlich nicht. Gott. Er macht eine Driftshow. Südlichste Richtung Westen fährt der Benz. Kannst du am Benz dranbleiben? Ja, ja. Dann mach keine Ansagen zum Benz. Ist in Untergrund rein. Soll ich am Ferrari Untergrund auch Eskalation, nein. Untergrund Eskalation drinnen, fährt direkt wieder raus. Eskalation der westlichere Punkt. Dreht direkt wieder um, also Richtung Eskalation Richtung Osten, Richtung Rüber rein. Sehr schön. Sehr leichter Hit, da ist noch der Ding. Egal. Nein! Nein, als ob es den jetzt raus. Sorry. Ich dachte, ich treffe ihn an der Motorhaube. Wow. Er hat einen NPC mitgenommen. Ja, nicht jetzt blockieren. Hey, Entschuldigung, wollte ich auch nicht. Eskalation wieder weiter Richtung Osten. Will Wirrwarr fahren, fährt Wirrwarr. Chimeros geht vorbei, wenn ihr könnt. Ne? Ich halte euch sonst nur auf. Fährt rechts lang. Aber der ist halt sehr wendig, der 370, deswegen. Ja. Ja. Oh Gott, verbremst. Ja, jetzt auf der dran, also brauche ich keine Ansage mehr machen, oder? Nee, es sind alle vier dran. Gut. Doch nochmal ganz kurz. Nördlichste hoch jetzt bei Universidad zur nördlichsten Straße. Da dann Richtung Westen zum nördlichsten Punkt. Okay, was langt mir? Ich bin parallel. Ja, er hat noch nicht gekreuzt. Sehr langsam. Ja, der wird hier rein wollen. Will parallel nördlichste rein, fährt parallel nördlichste da rein Richtung Achtung, Osten. Achtung. Ja. Oh Gott. Ja, alles gut. Boah. Rechts. Ja. Ich schiebe ihn einfach an, egal was er macht. Ja, ja. Gerade weiter schieben. Und jetzt da vorne rein. Versuchen wir hinter ihm zu bleiben, dass wenn er bremst, dass er gar keine Wahl hat. Sehr gut. Ja, so stehen bleiben einfach, dann kommt er nicht raus. Das war's. Jan, GTR 35, da guckst du, wie wir deinen kleinen Nismo-Bruder festgenommen haben. Er hat ja leider Immunität hier, der GTR. Können wir nicht festnehmen. Also falls das ein Zuschauer sein sollte, bitte nicht. Ihr erhöht damit nur das Risiko, dass wir gegenseitig nicht synchron werden miteinander. Ja, das stimmt. Also am Anfang war es noch ganz lustig, aber jetzt echt nicht die ganze Zeit beobachten, weil ihr zerstört tatsächlich die Lobby noch mehr, das blöd wie es klingt. Ich hätte Boris, warst du in dem Benz noch? Ja. Der hat davor den Pickup abgeräumt, den habe ich mir jetzt drangehängt. Ich bin irgendwo im Norden, entweder parallel Nordstraße oder Nordstraße, ich weiß es nicht. Au, verdammt. Pickup kann man Richtung auf jeden Fall Westen. Gut machen. Richtung Westen. Okay. Ich gucke. Müsste, glaube ich, die nördliche Straße sein. Ja, ich denke auch, weil parallel sehe ich euch nicht. Glaube ich Richtung Süden abgebogen. Oh. Alter, wie kann man die Poller nicht anschauen? Habe ihn, er fährt wieder. Das ist Richtung Stadtmitte. Ne, ist in der Stadtmitte. Also. Warte. Ich glaube, ich bin an dir dran. Nochmal neu. Bleib einfach dran. Nördliche Straße Richtung Osten. Ah, doch nicht. Bin doch nicht an dir dran. Toll. Naja, ins östliche S rein. Ja, genau.
Richtung Süden oder Norden? Richtung Süden. Er ist langsam. Ich warte an der Kreuzung. Fährt Richtung Norden wieder hoch. So, naja, wir nennen es mal fahren. Nee, fährt er nicht. Fährt er nicht, haben wir. Fährt nicht mehr. Wenn ich ihn noch befreien kann, wo seid ihr? Nein. Schade. Das, der Benz ist nördlichste Straße. Richtung Ost. Richtung Parallel. Nee, fährt ins S rein. Östliches S. Westliches S. Ich bin dumm. Vorbei. Also. Westliches S fährt Hauptstraße. Ich hab's verwechselt vorhin, deswegen kam da auch nichts voll. Und fährt dann weiter Richtung Eskalation. Eskalation Richtung Osten, also Richtung Wirrwarr. Und fährt Richtung Wirrwarr. Fährt Wirrwarr rein. Von Eskalation aus fährt Wirrwarr durch Richtung hinter Theater, fährt aber nicht Richtung Theater, fährt wieder zurück zur Eskalation und fährt dann zur Hauptstraße. Fährt Hauptstraße Richtung Osten, noch vor Universidad, ist jetzt Höhe Universidad, fährt nicht Winkelgasse, fährt Richtung Hauptkreuzung da, links bleiben bitte, danke, fährt Osten durch. Und er fährt in den GTR rein, der nur geghostet ist. Es fährt Osten durch, Osten durch, Osten durch, Osten durch. Ich versuche jetzt mal keine Attacke, macht wenig Sinn. Er ist ganz im Osten. Fährt da Richtung Süden. Kriegt die Kurve nicht, weil er zu schwer ist. Ich schiebe ihn mal ein bisschen an, werd ins Teufelseck fahren. Halt rein. Ah, schade. Aber jetzt? Ja, jetzt noch hin. Hinten. Sehr gut. Ja, passt. Das kommt da nicht raus. Alles klar. Ich retz mich mal wieder am Brunnen. Ja. Am Baseball, falls... Ach, ja, Spiel, lass Baseball. Mich schnell reißen. Nein. Na gut. Seh dich wieder nicht. Ich, fahr mal, glaube ich, ins U kurz rein. Bin in der Mitte. Ja, dann fahre ich jetzt schon hoch. Ja, ich war ja einmal hoch. Dann machen wir mal schnell durch Razern. Oh Gott. Oh, da ist doch was. Ferrari ist Bahnhof, fährt nach Norden hoch. Aber ich bin leider schon zu früh abgebogen, das heißt, ich werde den jetzt nicht verfolgen können. Aber der ist auf jeden Fall Bahnhof Richtung Norden hoch, könnte natürlich Eskalation dann abbiegen oder halt nach Norden durchballern. Na, komplett nach Norden durchballert, dann komm ich kommst ran. Du entgegen, genau. Deswegen vielleicht mal jemand Eskalation Richtung Bahnhof schon mal positionieren. Ja, nee, er ist Richtung Norden hochgefahren, also, oh Gott, aber der kann abbiegen, ohne dass ich sehe. Ja, schade. Der kam mir an der ungünstigen Stelle entgegen. Heißt wo? Den kann ich nicht sagen. Könnte Hauptkreuzung sein, könnte nördlichster Punkt sein. Ich fahr mal Richtung nördlichster Punkt. Der kann auch Hauptstraße durchfahren, den Untergrund rein, der kann überall hin. Also. Hauptstraße durch? Ah ne, oh, Moment, Entschuldigung. Fail Call, das war ein Cameo. Ja. Den nehmen wir mal auf fest. Nee. Ja, dann wird er wahrscheinlich, ach egal, dann einfach wieder neu gucken. Es war halt bei mir voll das doofe Timing. Ich bin genau in dem Moment halt ins U rein, wo er halt quasi da beim Bahnhof ab war. Ja. Da runter. Im östlichen S Richtung Süden habe ich den Benz. Jo, wieder. Jo. Der lernt's nicht. Fährt runter Richtung... Baumpark. Ist in... eingeschlagen. Vorne kommt da was. Ja, ja. Ist ins Theater. Da vorne und Tilpitz. Fährt geradeaus über die Kreuzung weiter Richtung... Hinter das Theater wahrscheinlich. Richtung West. Ich seh hinter mir. Wir waren ist geghostet gewesen. Oh, ist links ab. Ja, der Alva zu, wie der abgeht. Nee, ist nicht. Scheiße, da ist nicht gut. Ja, der Rasch eigentlich. Alter, was geht bei dem ab? Der ist ultra schnell. Ist in den südlichen Tunnel rein. Aber ihr habt was, oder? Ja, wir sind am Rapid dran. Genau. Genau, der. Oh, der schiebt dich aber. Was? Das ist ja natürlich lächerlich. Ah. Oh, Andi. Sorry, erst Bahnhof Richtung Süden jetzt, wird also zum südöstlichsten, südwestlichsten, Entschuldigung, Punkt fahren.
Das war jetzt natürlich schade, ey. Der Camaro wäre ein Volltreffer gewesen. Ja, ich hab ihn auch erwischt, aber bei mir, aber der hat mich ungefähr in den Orbit katapultiert. Der hatte ich nicht gesehen, das ist halt, ne. Deswegen machen wir kein Most Wanted Roll. Ich mach erstmal hier Daytona. Okay. Erst Richtung Brunne. Ja, sehr gut. Jetzt hat er dich aber gesehen. Hilfe! Oder auch nicht. Hä, was ist denn hier los? Die Lobby ist ja komplett broke. Ja, der ist hier irgendwo im westlichsten Gelände. Ja, da kommt er gerade wieder zurück. Der ist ja ultra schnell aber auch. Er hätte eigentlich voll fressen müssen schon. Irgendwie. Achtung! Ich stehe. Jetzt rechts in den Brunnen rein. Ja. Ja, das wird's Ping-Pong. Aber links hoch. Links hoch geht auch, ja. Ich gehört. Okay. Spannend. Neue Idee, kann funktionieren. Ja, fuck. Jetzt häng ich hier am Berg. Ah, ich krieg ihn nicht zu fassen, ey. Nee, ich komm hier nicht, ich komm nicht zurück, hier hoch. Lass mal wieder runter. Berganfallhilfe hat nicht funktioniert. Bam. Oh, ja. Oh. Langsam. Er versucht umzukehren. Lass ich aber nicht zu, vielleicht. Oh. Doch. Schade. Dahinter. So nicht gegenseitig blocken, wenn es geht. Ah, einfach so. Nicht. Nicht mich bin, bitte. Danke. Ja, Entschuldigung. Jetzt hinten. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Aber ja, wieso hat er so viel Dampf? Weg. Normalerweise müsste der sowas von auf der Stelle bleiben. Also, das kann er mir nicht erklären. Der doch. Das gibt gar keinen Sinn, wie der fährt. Grip auf einmal, ja. Nee, auch so. Also, beim Allrad würde ich das ja verstehen, aber das Ding hat ja kein Allrad. Aber vorher hat sich der richtig gut rumschieben lassen, aber jetzt anscheinend nicht, ne? Nee, das ist komplett. Broken gerade, irgendwo. Außer Ferrari, ja, egal. Habt ihr eine Verfolgung, oder? Ja, wir sind immer noch an dem obligatorisches Gur im Dings. Ja, Gus, schau du dich trotzdem mal in der Stadt und warum, dass du noch einen findest für die Overtime. Ja, bleib dran. Wenn du kannst. Einfach dran bleiben, damit wir die Overtime sein können. Ja, genau. Jetzt auch. Ja! Oder so, gegen den Baum geht auch. Da hinten. Ich bin voll gegen den Baum, habe ich ihn gerasselt eigentlich. Ja, er ist hier unten. Hinterher. Ja, ist unten. Er ist unten und fährt das U wieder zurück. Ja, ich sehe es. Obligatorisches U zurück fährt er gerade. Noch 5 Sekunden bis Overtime. Alter, der war doch gesessen jetzt. Der muss doch tot sein langsam. Ey, wie oft ich denn jetzt die Fronthaube zerstört habe, das gibt's doch nicht. Ja, ist raus, jetzt endlich. Okay. Jetzt aber kurz. Wenn du südliche Straße im Osten rauskommst, jetzt wieder Richtung Norden, Richtung Wirrwarr unterwegs. Irgendwo da. Ja. Nicht mehr reparieren, ne? Ja. Das war nicht gerichtet. Also. Verdammt. Hab ihn verloren. Oh, schade. Ja, egal. Den haben wir eh 28 mal festgenommen. Ja, nochmal wäre schön gewesen. Wir haben eh schon ein Combo auf ihm drauf. Ja. Immerhin, 7 haben wir geschafft. Das ist ja eine gute Runde. Ja, das ist immer gut. 7 ist eigentlich immer eine gute Runde. Das ist, dass wir am Anfang so ein bisschen länger gebraucht haben, aber Ansagen waren sehr gut heute. Fand ich. Ja. So. Ui. Ja, das mit dem Rapid war jetzt ein bisschen komisch am Ende, aber hey, die Lobby war die ganze Zeit jetzt broke. Naja, man hat was heißt Lobby? Es gibt ja quasi keine Lobby mehr, ist ja alles jetzt eins. Das Horizon Life ist broke. Ja. Egal, das war die erste Runde. Kurzer Cut und dann geht's weiter mit der zweiten Runde. Da wechseln wir jetzt rüber zu den Racern, vielleicht noch ganz kurz an der Stelle gesagt, bevor wir den Schnitt machen. Bei uns im Team sind übrigens Andy, Acid Burn, Eragos und Stui, falls ihr es eh nicht schon gehört habt. Hey, besser später als nie. Ja, und noch vor der zweiten Runde gesagt, quasi. Also, ja, jetzt aber Schnitt rüber in die Racer-Karren. So, die Seiten sind getauscht und wir sitzen einmal hier im Toyota Supra MK4. Dann haben wir einmal den BMW M5 am Start, dann einmal ein Volvo V60 sowie ein Lexus RCF. Möchte gern Track, Package, Gedöns, wie auch immer. Und dann haben wir noch einmal einen Aston Martin Vantage mit Offroad-Kit. Woo! DBX natürlich. Und ja, ich
glaube, groß gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wir machen einfach das Beste draus. Ich habe gehört, eine Festnahme schaffen sie. Mehr nicht. Mindestens. So, gucken wir mal noch, wenn die ready sind. Und dann geht's los in 3, 2,5, 2, 1 und go! Sorry. Ja, ich habe den Startknopf nicht gefunden, sorry. Eine Sekunde früher gedrückt, egal. Ja, die Sekunde. Ist wichtig, was Zeiten synchronisieren. Ich glaube, das ist das dickste Auto, was ich je gefahren bin in CVR. In Horizon 5 zumindest. Wobei, also vom Gewicht her bin ich auch gut dabei, weil das Gerät, ich habe halt auch einen V60-Motor, ne? So 60 Zylinder, das ist halt das Miet. Ja. Vor allem hinten. Ja, es ist absolut. Der Motor geht ja einmal durchs Auto durch. Ja, so funktioniert's. Für Verkehr auf die Kreuzung. Okay, also Eskalation bin ich am Aston Martin dran. Er ist aber zu schnell für mich. Ja. Okay, ist die sind unterwegs übrigens jetzt. Die Geschichten. Ich verfolge einen Volvo. Ins Wirrwarr. Ja, den sehe ich auch. Ich krieg den überhaupt nicht aus dem Bild. Moment, ich glaube, ich muss auf die Motorhaubensicht. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr so ganz. Auf die Stoßstangenschicht. Schicht, ja, diese genau. Stoßstange. Jetzt, ich bin ihn los. Ich sehe aber seinen Schatten. Ich verfolge seinen Schatten. Schneller als sein Schatten. Warte mal, ich soll ja langsam fahren. Da war ja was. Niemals. Oh! Nein! Lackschaden. Egal. In der Kaffeepause wird alles wieder gut. Hast du die Quittung noch für den Volvo? Klar. Ja, gut. Da kannst du noch einen Baumarkt kaufen. Hallo. Moin. Ich werde doch bestimmt als NPC durchgehen, wenn ich langsam genug fahre. Ja. Das fällt nicht auf. Ich habe einen gesehen Richtung Haarnadel. Okay. Das ist ein U. Oh je, ich habe zwei hinter mir. Halt eben aus den Tunneln raus. Warte, Richtung Haarnadel, bist du jetzt in dem Tunnel? Oder hast du die anderen gesagt, wahrscheinlich. Ich hab sie von der Kreuzung gesehen, aber die sind. Let's go! Guten Tag, erstmal Tunnel. Ja, klar. Ja, das ist ja auch kein Tunnel, das ist ein Untergrund. Das ist eine klare, unterschiedliche Definition. Das ist wohl wahr. Bist du nicht zufällig im südlichen Tunnel unterwegs? Nee. Ich denke schon, dass er den. Achso. Dann ist ja gut. Sonst wäre es jetzt echt schlecht gewesen für mich. Ich habe immer noch diesen Grafikfehler hier, das ist echt lustig. Ja, eigentlich nicht, aber. Nein, da ist ein Kopf! Er macht. Doch, er hält an. Ich versuch mal an ihn dran zu bleiben. Er hält an. Ja, ich weiß aber nicht, was er vorhat. Okay. Alter, Auto fast gehüpft. Also beim Teufelsgedöns ist er. Yeah! Also 1-0 für mich. Kopf ausgeschaltet. Ja, ich habe einen Teufelsecken Kopf ausgeschaltet. 1-1. 1-1. Moritz, was war da los? Die haben mich ein bisschen hart im Tunnel in die Ecke getrieben. Was? Was für ein Tunnel? Das war der auf der Map noch als kleiner eingezeichnet ist und dann einer wird. Also Untergrund. Untergrund. Von Teufelseck aus. Da war ich auch. In der Nähe. Ja, ich dreh da mal um. Ja, ich hatte halt einen Camaro. Voll unschuldig. Oh mein Gott. Teufelseck. 3 Stück direkt an mir dran. Dann fahren wir da durch. Die Vorderachse geht aber ganz schön. Schön zu Bruch. Oh, das sieht voll traurig aus im Tunnel mit den Rückleuchten. Oh Gott! Oh Gott! Oh.
Südlicher Tunnel ist jetzt gesperrt. Okay. Nur Baustelle, so als, ne? Also Baustelle, genau. Okay. Ich finde eigentlich viel trauriger beim DBX die Endrohre, die wirken so verloren irgendwie. Oh, weiß ich nicht. Also doppelte oder ein bisschen größerer Durchmesser hätte dem ganz gut getan. Aber ein großes Rohr komplett durch den Diffusor durch. Ja, Mann, bitte. Oder so zentral wie beim GT3 oder so. Ja. Ich fahre jetzt in den Südwesten. Kommt was Schnelles, nördlicher Tunnel. Ist das einer von uns? Das war ich, ja. Ergos, für dich vielleicht als Tipp noch, weil du ja noch gar nicht Racer warst, glaube ich, in CVN Horizon 5. Fahr langsamer, wenn du nicht verfolgt wirst wegen dem Reifen. Oh, Hauptkreuzung, Treppenplatz im Fahrlärm. Ich habe Richtung Eskalation Osten. Richtung Eskalation Hauptstraße. Richtung westliches S. Obligatorisches Fuß in zwei Autos Richtung von den Cops unterwegs. Nördlichster Punkt. Hey, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, du bist hinter mir jetzt. Ah, jetzt, okay. Ich habe gerade Panik mehr gemacht. Ich fahr rechts weg. Richtung Sperrstraße Süden. Oh, Achtung, Erakos, dann kommt sie von links. Ich glaube, ich bin schon weg. Osten. Ah, die Bremse ist so wild bei dem Linken. Hätte ich keine Bremsen verbaut hätte, ey. Boah, immer noch dran, ey, das gibt's ja nicht. Eskalation Richtung Wirrwarr. Und dann von Wirrwarr Richtung Eskalation, Richtung Hauptstraße kreuzen, oh, Richtung Universidad. Oh. Und dann bräuchte ich mal noch einen Zauberstab bei Ollivander, deswegen gehe ich mal kurz in die Winkelgasse. Lass ein bisschen Lack zum Tausch da und fahr dann parallel nördlichste Richtung Osten und von da aus Richtung Süden Hauptstraße kreuzend in das östlichste S Richtung Süden. Von da aus entscheide ich mich einfach mal weiter Richtung Osten zu fahren. Und ich hoffe, ich habe ihn langsam mal abgehangen, aber aktuell noch unsicher. Bin jetzt Richtung Teufelseck unterwegs, komme von Berg. Fuck, ich wurde gesehen. Warum sind da vier Cops? Hilfe! Okay, dann gibst du lieber durch, wenn bei dir vier Cops sind. Richtung Norden, da waren vier Stück. Ja, wahrscheinlich, weil sie mich halt gecallt haben noch im Norden, ne? Pass auf, da könnte immer noch ein Nachzügler kommen. Straße nach Osten, ne, wenn Andrea noch dran ist, aber wir waren vier, dann kommt da kein Nachzügler. Ja, okay. Soweit ich sehe, bist du clear, Stewie. Ja, okay. Oh Gott, was ist denn? Ja, ich hab den am nördlichen Punkt richtig schön in den Tunnel reinfahren lassen. Kannst aber los sein. Der Volvo ist sowas, fährt sich wie ein Frontkratzer. Herr Camaro, wir war, aber. Dann bist du vielleicht doch auf dich zurückgezogen. Nicht so schnell weggekommen. Know. Nee, der kam entgegen, also der konnte nicht wissen, dass ich da bin. Achso. Ah, bremst doch. Alter, der bremst sich halt wie so ein Frontkratzer, ne? Aber gut, die Basis ist, glaube ich, auch ein Frontkratzer von links. So, in der Nacht ist Guanajuato eigentlich eine schöne Stadt. Ja, ich glaube, ich müsste sie eigentlich los sein. Also das wäre wild, wenn die noch dran wären. Also ich glaube, ich habe auch keinen mehr dran. Noch mal ein bisschen langsamer, ich muss Reifen schon. Kommt zwei um die Ecke, weißt du, ich denke mir, ja, ich fahre mal noch weiter langsam, es ist Nacht, das sehen die vielleicht noch nicht direkt. Kommen noch zwei weitere, der erste hält auf mich drauf, ich denke mir, scheiße. Das ist ein Problem. Noch zwei Minuten bis Kaffeepause. Ja, ich lese deine Gedanken einfach. Ja, super. Ich sehe einen Impala, der Richtung Eskalationsstraße fährt. Nein, da bin ich auch. Außer an der Kreuzung steht er gerade. Wirrwarr, Camaro, Impala, Gedöns, lass mich in Ruhe. Autospiegel weg. Der Start an der Kreuzung, ich war ein paar Meter hinter ihm. Sprechen Sie laut und deutlich. Ja, das war's, definitiv. Jung. Egal. Hi. Hi. Ich kann mir jetzt mal nicht die Straße. Ey, die Bremse ist das Hauptproblem. Ich habe aber schon vor der Folge die ganze Zeit versucht, das zu schärfen. Oh, jetzt fährt er vorne. Da bin ich hinterher.
Alter, Andi, wenn du an dem Gegend kommst, es kommt so eine Lichtwand daher. Super. Wer fährt da gerade Nordstraße? Ich. Ich mach dich fertig. Nein, bitte nicht. Ich hab ihn so schön dafür. Komm, hinter dich, mein Freund. Okay, ich hab immer noch Kopf an mir dran, bin jetzt östlichster Punkt, gleich Hauptstraße Osten. Das ist die Winkelgasse. Guck mal. Bin Hauptstraße. Okay, ich muss vorher abbiegen, weil ich kann nicht Hauptstraße bleiben, wenn die mir gleich alle entgegengeschossen kommen. Und wo bist du? Nein, ich hab die Abzweigung verpasst. Ich bin so blöd. Oh. Oh Gott! Oh. Scheiße. Ja, ich hab ihn dir abgenommen, Ray. Kein Problem. Sicher? Ich hab dich nicht gesehen. No! Du Hauptstraße gewesen. Ich komm in die andere Richtung, hab sofort gesehen. Ich hab euch gar nicht gesehen. Volles Produkt geteabowned, ey. Von mir jetzt, oder was? Nein, von dem Kopf hinter dir. Ich hab's alle. Also, du bist gerade die Straße raus, oder was? Ja. Wow! Die sind alle okay, deswegen hab ich dich nicht gesehen. Wir haben Kaffeepause, oder? Haben wir? Nee, noch nicht. Oder? Nee, war das 20 Sekunden. Nee. Okay. Je Minute wegfahren zählt ja noch muss ich nicht. Direkt nutzen, ich habe 31%. Die haben mich komplett ignoriert, Adi. Die sind komplett auf dich. Ja, natürlich. Ich höre was. Ah, sorry. Ich hab noch was kommen hören, so, oh nee. Guck mal, Alpin fährt auch noch mit. Jetzt ist Kaffeepause. Ja, da muss ich auch. Ich hab 60% auf dem Vorderreifen, das ist brutal. Ja, ich geh mal noch ich hätte die Achsverteilung mehr aufs Heck legen sollen. Ich glaube, das war das Dumme. Dass ich so viel. Sperrstraße Richtung Norden. Ich glaube, ich muss mich halt direkt nördlichster Punkt reparieren. Oh fuck, da bin ich auch gerade. Das ist dein Problem. Yes, reparier dich. Okay, das war. Oh, ich sag mal so, in der Kaffeepause, wenn ich mich repariere, ist ja nicht verboten, mal kurz ins Feintuning reinzugehen. Was? Ja, das haben wir schon so definiert. Man muss ja mal Regeln auch ein bisschen ausreizen, ne? Ich würde ganz gern die Achsverteilung umstellen. So, jetzt kommt mal mit. 1, 2, 3, 4 und los. Sperrstraße Richtung Süden. Da bin ich gerade so schlecht. Ich mal entgegen, ne? Und dann bremsen wir mal ganz geschmeidig und fahren hier lang. Zack. Aua. Auf geht's, ab geht's. Eskalation. Da ist was Schnelles. Ich liebe den Nervenkitz. Wir fahren doch nicht jetzt rüber. Guck mal, was ich hab noch Zeit ein bisschen. Richtung Hauptstraße. Hauptstraße biegen wir mal direkt Richtung nördliche ein. Machen wir mal die parallel nördliche nach Westen. Ja, mach mal, ich bin nur in der nördlichsten. Also okay. Ich hab grad sowas von Sprung von der Hauptstraße runtergemacht. Power! Egal, soll er mich halt verfolgen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier. Komm, Impala, nimm mich! Analyse. Nördlichster Punkt. Taktisch in die Sperrstraße rein, Richtung Süden heute noch gar nicht. So, hier mal hier. Quick and dirty. Und rein in die Hauptstraße nach Osten rüber, aber. Nein, Impala, so funktioniert es nicht. Der hat mich nicht gesehen, lol. Okay, das finde ich jetzt lustig. Warte mal, da geht's gar nicht runter. So, jetzt mal gucken, ob sich das Lex jetzt besser fährt. Ich hab da quer geschossen. Oh, so Achtung, Achtung! Frontal! Oh Gott! Ein Frontal ist verboten. Ja, Andi ist und meine Verfolgung sind gerade kollidiert. Waschen Sinn des Wortes. Und auch die Cops dazu. Na, das geht ja. Das ist fair, würde ich sagen. Das ist eine, wie nennt sich das nochmal? Eine, wenn zwei Universen miteinander kollidieren. Sag mir, ob einer hinter mir ist. Aber komm. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Namen vergessen. Dann reparieren wir mal. Also, noch ist die Kreuzung hinter dir clear. Alles gut. Ja, cool. Ja. Da bin ich los. Komisch gerade. Übrigens noch 2 Minuten Kaffee schlürfen. Ich darf leider nicht mehr, aber ich bin jetzt groß, ich hab nicht so viel Schaden. Wie das doch ein bisschen. Okay, alle haben sich bei mir versammelt, ich hab ein kleines Problem, aber. Wo bist du? Südlichster Punkt, Sperrstraße, und ich bin repariert und jetzt gleich am Arsch. Und tschüss! Tschüss! Hau rein. Also, ich baller Richtung Norden erstmal jetzt hoch und guck,
Ah, okay, ich fahr doch direkt Eskalation rechts rein, also Richtung Westen. Hi. Und dann aber gleich Richtung Norden hoch. Alter Vater, geht das Ding gut, wenn's neu ist, hey? Ja. So, bin dann jetzt nördlichste Straße, fahr dort Richtung, oh Gott, Osten. Eine Minute noch Kaffeepause ungefähr. Wir haben Ford K geschnitten. Da habe ich hinter mir. Okay. Hey, macht nicht den hier. Hallo. Gut, hallo. Dann fahren wir halt doch geradeaus weiter. Blauer Transit. Die tun mir Ravers, alles gut. Ne, in dem Teil tatsächlich nicht so. Bis jetzt. Gechinkt. Okay, und. Oh, das haben sie gut gemacht. Ja, da bin ich hart pinnt. Hart ja. Pinnt. Da war, glaube ich, ein Supra. Dem Verfolgung auf Richtung U. Optimal. Schon wieder mal. Ah, noch 5 Sekunden Kaffeepause. Von West. Nee, fährt von Ost nach West. Und Kaffee vorbei. Aber er hat dann doch keinen Bock, er dreht wieder um Richtung Speer. Da hat mich ausgetrickst. Mir hat's gebeint. Da war das ein bisschen Lock-up. Und das war Handbrake Deluxe. Da fährt eine Supra. Ist mir egal, ich versuche sie durch, weil ich es kann. Ich fahre den bekloppten Schweden nach. Entschuldigung. Die Reifen gingen mit mir durch. Wortwörtlich. Ja, frage ich mich, warum ich nicht gleich die Verteilung geändert habe. Dass ein Kopf in der südlichsten. Klar, natürlich. Warum auch nicht? Das wird wahrscheinlich der Kopf, der alleine auch so rumfährt. Ja, ich habe mal ausgebremst. Denk jetzt an dir dran. Viel Spaß. Oh, ich verbremse mich und voll in die Mauer. Ich bin Hauptstraße weißt du, was nach. Was das wirklich kostet von der Karre? Hauptstraße nach Osten durch. Zwei Cops, die sich herzlich wenig für mich interessiert haben. Ja, die wollen jetzt den anderen haben. Wen auch immer. Ja, Außenspiegel sind überbewertet. Wir richten unseren Blick nach vorne. Natürlich! Oh, ich hasse sowas, ne? Du fährst um die Ecke und genau im Scheitelpunkt dieser Ecke, also im toten Winkel, hast du dann diesen Cop. Oh, das tat auch weh. Ich hab an der Uni einen Camaro hinter mir. Achtung, Achtung! Wenn das so sehen. Ist, dann kehre ich hier mal ganz kurz um. Oh, warte, ist da weh? Ah, ich glaube, wir wollten ihn nicht behalten. Man muss halt jetzt auch mal bei CVR eigentlich mal ganz klar sagen, dass wir Racer eigentlich vor den Verfolgungen schön nach STVO fahren. Die Cops sind die hier wie die Willen durch die Gegend irren. So das nämlich! Ja, wir sind hier in Dortmund, du hast Felgen. Die sind nämlich korrupt! Ich sag ja, irgendwann drehen wir das mal um. Irgendwann nehmen wir mal die Kopf. Wobei, einen Kopf habe ich heute ja ausgeschaltet. Also, das muss ich mir nochmal angucken dann beim Videoschnitt auf jeden Fall. Ganz genüsslich. Das war so ein richtiger Pro-Move von mir. Der Moment wird dann fünfmal reingeschnitten, oder? Ja, der kommt dann, der kommt dann ins Best of rein. Best of Juni. Hoffe ich doch. Ich fahr U Richtung. Schade, dass du es gerochen hast. Unten raus Richtung Norden und hab einen Impaler hinter mir. Wie halt duschen, Stewie? Ich sage ja immer, wer länger duscht. Was für ein interessanter Kopf hier? Bleibt der länger sauber. Mein Camaro. Hallo. Ja, ich nehme dann gleich zwei, ja. Einfach anhalten. Chris, aktuell hast du nur einen hinter dir, ich wollte es so gesagt haben. Das ist ein Supra, der wird verfolgt. Yes. Richtung nördlich. Du bist ja gerade schön vor mir aus dem U rausgesprungen. Gut. Ich bin auch gerade im U. Geil. Und in welche Richtung? Von Ost nach West. Ah ja. Ich fahre aber voll durch. Der hat mich leider nicht abbiegen lassen, heißt ich bin jetzt am Original. Ja. Hast du einen Kopf? Ja, genau. Hallo? Achso. Aber eine Leitplanke zerstört. Komm, den nehmen wir auseinander, Chris. Mach mal nicht. Also ich sehe dich nicht, wenn du noch bist. Ah, hier bist du. Hallo. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Ja, Reifen schweifen, sag ich immer. Oh, fuck, der hat mich hart erwischt. Mit den Dingern. Mann, irgendwie lassen sie mich gerade in Ruhe. Ich finde das jetzt nicht nett. Alter, ekelhaft. Würde ich eine Anzeige schreiben. Ekelhaft, ja. Kopf.
Ich würde sagen, okay, die malträtieren mich wie die Sau. Meine Karte ist schon ziemlich hinüber, aber ich probiere jetzt mal ein bisschen noch was durchzuhalten. Alter. Ja, mich haben sie. Schade. Wir kamen out of nowhere. Woo! Ach, der sieht mich gar nicht. Überhaupt vier? Drei. Drei? Ich glaube, ich habe einen Kopf vor mir, bin mir nicht sicher. Hauptkreuzung. Ja, Hauptkreuzung kehrt um, sieht mich jetzt, schade. Aber ich hau ihm einfach ab. So nicht. Jetzt Trick 500. Einfach 6 Minuten noch. Merkt nach 500 Metern, dass er von der Stadt wegfährt, anstatt auf die Stadt zu. Mapkenntnis ist da. Ich kann bloß noch Zeit von der Uhr nehmen. Ich sag's ruhig. Ich hab einen Kopf gefunden, am Hauptfestival. Da war eine Straße auch ein Kopf. Der fährt gerade Dragrennen. Parallel nördlichste wird gerade einer festgenommen, oder? Ja, das war ich. Noch nicht, noch nicht. Oder? Ah, okay, soll ich kommen und helfen? So, ganz spontan. Bin in der Nähe. So ganz spontan. Vielleicht bist du gerade beim Wobei, ich habe einen Motor vorne, ich glaube, ich eier da nicht rein. Und Sperrstraße gerade. Achso. Ich habe eh die ganze Batterie gerade an mir dran kleben, aber ich kann euch gerade gar nicht sagen, wo ich mich ein bisschen konzentrieren, aber ich bin eh gleich raus. Okay, kann ich schauen. Es müsste nördliche Straße Richtung. Ja, genau da. Das müsste nördliche Straße Richtung. Osten. Parallel. Genau, Richtung Osten sein. Entschuldigung. Richtung Westen. Jo, ich bin auch dabei. Gib Gas, ich schieb dich, come on. Nee, lass mal natürlich kommen. Fahr lieber, hau lieber ab. Geht nicht. Ich hab eh keinen Dampf mehr. Jungs, so nicht. Achtung, Raider, Ja, du bist auch verfolgt, jetzt. Mein Freund. Okay, jetzt haben sie mich. Du wirst verfolgt. Dann warten wir noch kurz. Ey, die 5 Sekunden sind noch nicht vorbei. Übrigens, die Cops haben aufgerüstet, die fahren jetzt eine Drift Viper. Was? Ja. Und die fährt übrigens quer. Das ist frech. Ja, finde ich nämlich auch. Oh. Zum nächsten Punkt drücken. Hatten sie mich gehabt. Ja, ich wollte auch gerade anhalten. Also, hä? Was war jetzt? Doppelte Dings? Ey, Albers, wirst du noch verfolgt? Ja, ich bin gerade in den Tunneln im Untergrund. Krass. Ein Palace an der Winkelgasse an mir vorbeigefahren. Die mögen mich nicht. Oder ich tarne dich wirklich gut als NPC. Tja, ich glaube auch. Du bist einfach quasi zu hoch für die normalen Vorsicht. Bra! Ich hab dich gerade noch so im letzten Augenblick gesehen. Ja, wenn ich jetzt aber nicht in die Pamba gesprungen wäre, dann wäre ich nicht in die Pamba gesprungen. Ja, aber du warst vorher gar nicht existent. Ja. Du bist aus dem Nichts aufgetaucht. Wie denn da? Ja, so bin ich halt. Aus dem Nichts kommt der Ray und sagt, so Leute, jetzt machen wir Aufnahme. Da sehe ich da auf einmal einen blauen Schweden fahren. Ja. Das ist, man muss sagen, die Multiplayer-Aufnahmen sind sehr, sehr spontan, immer jeden Dienstag um 19 Uhr. Das gibt's nicht. Richtig zufällig, dass es immer passiert. Ich hab gleich nochmal welche am Start. Ah, ne, du auch. Super. Ich bin hinter dir, die habe ich dir, glaube ich, gerade mitgenommen. Nein, komm! Nein! Verdammt, wir müssen langfahren. Ja, darf man langfahren. Alter, ich dachte gerade, ich fahr zweirädrig. Vorsicht, da könnte einer sein, Story. Okay. Ach, genau. Ich kann bei euch ein Action sein, was ist da los? Ja, da kam Camaro, der hat mich quasi auf zwei Räder gestellt und mich in die Wand, aber ja, egal. Alles schon vorbei. Hallo, Andi. Teile der Sache. Ich hab dich gefunden. Cool. Hi. Ich hab einen Freund und nicht mal gut. Alter, die Bremse ist so schlimm. Ich hab die eigentlich schon so manipuliert, dass sie. Aber sie ist trotzdem schlecht. Ich bieg ab, du fährst vorne an der Kreuzung weiter, oder? Ja. Wir machen das so, wenn wir zusammen von einem Löwen wegrennen, muss einer. Wie kannst du denn jetzt einen Camaro haben? Löwe, sondern nee, der, der hat mich wieder missachtet. Was fährt richtig. Da vorne? Mann, da also das sind. Versuch mich zu finden. Einer Kopf, fährt oder? Dir nach, zwei fahren dir nach. Ich glaube, ich habe deinen Camaro gefunden. Echt? Ja. Nee, der war ganz im Osten hoch. Da! Ja, Camaro, ja, da, ich bin hinter. Das ist meiner, du, ich hau ab. Das ist meiner. Ich habe erstmal einen dicken Lock ab. Ey, ich will auch. Mach lass ihn festnehmen. Gang. Lass ihn festnehmen. Oh, da kommt was Schnelles. Der kommt kurz. Das ist nur einer. Ja, wen nimmt er? Ja? Was macht er denn? Er gibt ja nicht mal Gas. Vom Kopf bin ich nicht geflüchtet, sondern nur vom Supra. Ja, das Supra hat mich mehr in Panik versetzt. Wo kommen denn die alle her? Die haben sich gerade zwei repariert. Der hat Lockup hier. Die fühlen sich so verarscht, glaube ich. Wo ist der, Andi? Ich komme noch. Nördlichster Punkt kommt da raus, wenn er mir noch weiter hinterher fährt. Ja, nördlichster Punkt ist er auch. Alles gleich, komm. Ich komm nochmal entgegen. Ach Mann, schon wieder ausgetrickst. Am nördlichsten Punkt. Komm. Tutzi. Jetzt Sperrstraße Richtung Süden. Ich reiß es mal einmal hoch. Der gibt gar nicht Gas, der covert mich nur. Der muss doch noch den zweiten. Wo ist er?
Das war ein Anschlag. Das ist ein richtiger Anschlag. Da, hier. Frontal. Er dreht ab. Er dreht ab. Der hinterher. Hauptstraße Richtung Osten. Muss irgendwo eine Verfolgung sein. Ja. Hinterher fährt weiter Richtung Hauptstraße Richtung Osten. Also, das ist jetzt, glaube ich, die Folge, was ich war gerade durch. Er fährt weiter Hauptstraße Richtung Osten. Was denn mit euch los, Jungs? Wir machen aber die Race, aber das kommt vorher jetzt schon. Er ist Universität gekreuzt Richtung Osten. Weiter durch, oder? Auch. Ja, ist komplett Osten durch. Jo, ich hab einen Haufen von denen. Alter, ich mach den so fertig. Jetzt bremst du. Lass den, wenn er Teufel runterfährt, dann lass mal Jeden mal richtig rein. Ja, da machen die mal fest. Wo ist er? Er ist jetzt weiter Osten, Richtung Süden quasi, die Stelle. Ah, okay, du bist dran, bist du hier? Ja. Gut. So. Ah, da, ich seh euch. Komm auch. Perfekt, da vorne ist er. Er fährt das ist eine andere Verfolgung, jetzt hä? Ins Teufelseck runter. Ja, geil. Alles ich hab die andere Verfolgung gefunden. Jetzt kaputt. Nice! Bam. Ja, Mann! Bam! Oh, ja. Komm, und jetzt pin! Ja. Bin ich? Hi, Andi. Ja, Mann, ich bin dabei. Ich bin dabei, bin da. Diese korrupten Schweine. Nimm den fest! Oh, den Panner, Achtung. Ja, ist doch egal. Den nehmen wir fest. Der ist fest. Eins, zwei. 3, 4, 5, das ist fester für uns, ne? Jawohl, den haben wir! Sehr gut! Ich habe sie leider. Ja, jetzt müssen wir schon fair sein. Jetzt haben sie uns. Jetzt müssen wir schon fair sein. Ich habe Wurde auch gerade gekriegt. Die Regel zählt halt umgekehrt, dass man das genau nicht macht. Also da müssen wir schon fair sein. Ob wir jetzt 5 Sekunden den festhalten oder wir 5 Sekunden, ist egal. Wir standen 5 Sekunden, also haben sie uns. Ich glaube, die haben da komplett den Glauben. Also wie viel haben sie jetzt verloren. Bekommen? 3, ne? 3 von uns. Ich kriege jetzt am Ende nochmal. Ich bin der Einzige, der weggekommen ist. Ich glaube, ich werde nicht verfolgt, oder? Okay, ja, nee, wahrscheinlich. Es ist jetzt sowieso Overtime. Achso, jetzt ist eh vorbei. Wir müssen uns eh resetten, oder? Ja, habe ich schon, aber dann fahre ich jetzt einfach hier oben. Also, jetzt dadurch haben sie halt am Ende noch 8 bekommen. Insgesamt. Ah, verdammt, da haben sie uns geschlagen. Knappe Geschichte. Da können wir jetzt natürlich nichts machen. Nächstes Mal muss die Teamleistung schon wesentlich besser werden. Aber ich finde, es werden 5 abgezogen für den Kopf, den wir festgenommen haben. Achso, das ist ja eher, das zählt nicht. Ah, das war legendär. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein, ne? Das hat sich halt gerade so angeboten. Aber allein schon der Call-Hauptstraße. Eigentlich hätte ich den im Kader noch vorne nicht wegdrücken müssen. Schade. Ja, gut, es hätte ja trotzdem so, wenn wir 5 Sekunden ihn pinnen, zählt es wie wenn er 5 Sekunden uns pinnt. Das ist ja egal, so ist dann die Regel, ne? Aber das muss ich auch immer das Mächteverhältnis einstellen. Ja, es geht ums Prinzip. Er fühlt sich trotzdem schlecht. So viele Handschellen hat er gar nicht gehabt, ja. Der hat grad unfreiwillig den Rekord für die meisten simultanen Festnahmen aufgestellt. Das stimmt. Das muss man ihm lassen, ja. Das Respekt. Halt, ich habe mich gerade so gefühlt wie ein Fast and Furious, als aus der Lage auf einmal die 5000 Import rauskommen. Ja, gut. An dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Morgen, so ist der Plan, gibt es wieder was ganz Specialiges. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis morgen dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.